Er äußert sich zur Kritik an seiner Hochzeit. Christian Lindner und Franka Lehfeld haben vor kurzem gleich zweimal Ja gesagt, bei einer standesamtlichen und einer kirchlichen Trauung. Für die letztere Zeremonie erntete der Politiker allerhand Kritik. Immerhin seien der Finanzminister und die Journalistin aus der Kirche ausgetreten. Dem Paar wurde daher vorgeworfen, die St. Severin-Kirche in Kaitum lediglich als ansehnliche Hochzeitslocation benutzt zu haben. Christian Lindner äußert sich zur Kritik wegen kirchlicher Trauung. Zu diesen Vorwürfen bezieht Lindner nun erstmals Stellung. Gegenüber dem evangelischen Magazin Chrismon bestätigt er, dass er bereits im Alter von 18 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten sei. Warum er dennoch kirchlich geheiratet hat, erklärt er wie folgt: Bekanntlich habe ich meinen Amtseid im vergangenen Jahr auf Gott geschworen. Aus einer Kirche auszutreten bedeutet schließlich nicht, aus jeder Form der Spiritualität auszutreten. Auch die Tatsache, dass der FDP-Politiker herausgefunden habe, dass seine Vorfahren im 16. Jahrhundert protestantische Theologen und Pfarrer gewesen sein könnten, habe seinen Blick auf die andere der beiden Konfessionen geöffnet. Der kirchliche Segen bedeute ihm viel. Vor der Trauung hätten Lindner und Lehfeld mehrere seelsorgliche Vorgespräche mit der Gemeindepastorin geführt. Wir sind eigens nur für einen besonders ausführlichen Austausch für einen Tag vor einigen Monaten nach Sylt gereist. Pfarrerin Susanne Zingel hat uns beeindruckt. Wir haben aus den Gesprächen auch mehr über uns selbst erfahren. Seiner Partnerin sein Eheversprechen bei einem, wie er betont, richtigen Traugottesdienst mit Predigt zu geben. Habe dem 43-Jährigen zudem viel bedeutet. Es gibt ein Meer, das über uns beide und unser gemeinsames Leben hinausweist. Das in einem Gottesdienst zu bedenken und den Segen zu empfangen, war mir wichtig, so Christian Lindner. Ein Gottesdienst ist eben keine Dienstleistung. Der gebürtige Wuppertaler stand außerdem in der Kritik, weil er den Dienst der Kirche in Anspruch nahm, den schließlich Kirchenmitglieder zahlen würden. Auf die Frage, ob er vorhabe, der Gemeinde als Dank für die Trauung Geld zu spenden, antwortet Christian Lindner bestimmt. Wenn zwei Seelen um Segen bitten, sollte man nicht die finanziellen Gegenleistungen thematisieren, finde ich. Ein Gottesdienst ist eben keine Dienstleistung. Man darf aber davon ausgehen, dass der Gemeinde keinerlei wirtschaftlicher Nachteil entstanden ist. Mehr möchte ich zu diesem Aspekt nicht sagen.